Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Guild, noch in der Schule. Wir wollen jetzt hier Feuerwehr spielen und das Feuer löschen. Und gleichzeitig haben wir das Problem mit dem Strom. Moment, kommen wir da nicht an die Leiter? Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier überhaupt das Ventil... da können wir. So, haben wir allerdings noch das Stromproblem. Was jetzt auch nicht so die Kunst war. Ich weiß. Nee, komm da runter. Wir müssen erst die Leiter weiter hinterschieben. Ach, ich sehe da was. Weiß ich noch nicht, war der hier? Der ist dort. Das nehme ich mit. Haha. Kann man nie genug vorne haben, aber wir haben leider doch nur eine begrenzte Stückzahl, die wir mitnehmen können. Wieder geht's durch die Lüftungsschächte. Vielleicht sollte ich hier einfach auf Hilfe warten. Ja, genau. Ist immer eine gute Idee, im Lüftungsschacht zu bleiben. Was? Meine alte Taschenlampe. Die gab ich vor langer Zeit Emily. Das ist die Taschenlampe, von der ich gesprochen habe. Wenn wir einfach nur leuchten, verbraucht es keine Batterie. Wenn wir damit aber etwas wie diese Augen hier wegbrutzeln wollen, dann verbraucht es Batterie. Hat geklappt. Und damit könnte ich dann auch eigentlich zurückgehen, um diesen Stein zu holen. Aber erstmal gehen wir hier noch weiter. Da sind Batterien. Super. Wenn einmal die Taschenlampe aufgeladen ist, kann man die leider auch nicht horten. Die Lampe hat das Auge verbrannt. Vielleicht klappt das auch bei den anderen. Das wird nützlich sein. So, jetzt ist sie vollgeladen. Das sehen wir da hinten an ihrem Rücken. Natürlich ein bisschen blöd, aber mit dem Ausweichen manchmal, wenn dann hinter einem sowas wie hier Stühle sind. Man muss auf diese orangefarbenen Blasen zielen, da wird auch der Zielpunkt dann rot. Manchmal dauert es ein bisschen länger, ehe man die erledigt hat. Aber im Prinzip kann man so die Viecher so ein bisschen bekämpfen. Allerdings verbraucht es halt Batterie und dann, ihr seht ja, ein bisschen hat es gerade verbraucht. Wenn man Pech hat, braucht man halt die komplette Batterie für ein Viech. Und dann gilt es hier eher in Deckung bleiben und nicht erwischt werden. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Zielpunkt. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Da lang und dann kann ich durch die Bibliothek. Nee, ich glaube nicht. Da gibt es keine Tür, also müssen wir jetzt erstmal hier den Gang lang. War das hier die Toilette? Ja. Jetzt kommt
kommt da auch wieder so ein Viech an. Naja, natürlich geht es auch da raus, wo ich hin will. Ja, wo denn auch sonst denn? Ich will diesen Stein haben, also gehe ich da jetzt nochmal hinterher. Ehe ich hier diese Augen erledige. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, was die Batterie angeht. Wo geht er hin? Ich will nicht direkt hinter ihm stehen, wenn er sich umdreht. Ach, da ist er noch eins. Sogar noch. Ist da noch eins irgendwo? Ah, hier hinten. Sehr gemein. Jetzt sind sie weg. Hab's zuerst gesehen. Die brauchen wir denn später noch. Deshalb habe ich das jetzt eingesammelt. Ich muss zugeben, das habe ich, als ich es angespielt habe, hier an der Stelle nicht gesehen. Und vielleicht habe ich es, oder ich habe es gesehen und bin dann nicht wieder zurückgegangen. Ich habe es jedenfalls nicht mitgenommen. Du bleibst da stehen, ne? Verbraucht auch weniger Energie, wenn ich hier mal nur so ein bisschen kurz anblinzel. Emily? Sie ist oben, aber oh, wie komme ich da rauf? Ach nee, ich setze mich wieder hin hier. Das ist mir zu. Wenn ich dadurch langsamer bin. Ein Riesenmonster. Ich hoffe, es sieht mich nicht. Ja, aber wir sollten uns jetzt erstmal hier Sorgen machen um die, die hier rumgeistern. Dann versuchen wir es so. Das verbraucht natürlich gleich wieder ganz schön Batterie. Nicht so wie dieses kurze Augen anblinzeln. Oh Gott. So, jetzt muss ich mir die richtige Reihenfolge hier überlegen, welches ich von denen, die da hinten noch rumgeistern, das müssten zwei sein. Ja, zuerst nehme. So, hier hätten wir wieder so eine Mobbing-Szene.
Komm, dreh mal wieder um. So ist gut. So, und jetzt noch den da. Gut, jetzt sammle ich mal schnell noch hier die Batterien ein, denn der Akku ist jetzt ordentlich aufgebraucht. Sieht nützlich aus. Super. Na, jetzt sieht's doch gut aus. Unten in der Lade. Oh. Ah, aber kann ich schaden, richtig aufgefüllt zu sein mit Gesundheit hier. Oh, geschafft. Aber Emily ist noch da drin. Was mache ich jetzt? Die Leiter. Wenn ich durchs Fenster klettere, sieht mich das Monster nicht. So, da müssen wir hin. Allerdings können wir jetzt hier nicht einfach über die Mauer klettern. So, da vorne wäre nochmal ein Inhalator, aber ich habe jetzt genügend. Da brauche ich den jetzt gerade nicht. Nee, müssen den anderen Weg runternehmen, sonst werde ich hier verbrannt. Oder auch nicht. Das war jetzt nur, um die Batterie aufzunehmen, wenn man sie dann braucht. Gehen wir doch hier lang. Du denn hin? Was? Moment. Wer sind Sie? Hast du nicht etwas vergessen? Ich brauche Hilfe. In der Schule sind lauter Monster. Und die... Du musst Emily finden. Sie ist der Schlüssel zu diesem Albtraum. Das ergibt keinen Sinn. Was? Woher kennen Sie Emily? Was wissen Sie darüber? Keine Zeit zum Schwatzen, Kleine. Deine Cousine braucht dich jetzt. Ich versuche ja, ihr zu helfen. Ich habe sie im ersten Stock gehört. Die Leiter da. Da wollte ich hochklettern. Gut. Hey, halt! Können Sie mir nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gehen Sie nicht! Wer ist der Mann? Er ist direkt vor mir verschwunden. Naja, ich habe heute schon Seltsameres gesehen. Aber er wirkte ganz menschlich. Was soll ich davon halten? So, jetzt nicht runterfallen hier, sonst brutzeln wir. So, die Viecher können gemein sein. Das hier ist neu. Ich bleibe besser auf Abstand. Die teleportieren sich mal eben von A nach B, haben aber auch, wenn man es nicht gerade unterbricht, ein Muster. Das ist
sollte Hilfe suchen. Ich gucke hier jetzt nur erstmal noch, ob hier was liegt irgendwo. Hier wäre halt eine Batterie, ne? Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Tür öffnet automatisch. Ah ja, bei dieser Stelle ist jetzt ein bisschen Timing gefragt. Aber wenn ich zu langsam ist, dann geht das schon. Das Ding lädt sich im Licht der Taschenlampe auf. Ja, wenn man dann so wie ich jetzt hier, das kann man jetzt auch sein lassen. Ich mach das gleich nochmal. Toll! Nee, jetzt ist es wieder, ist es zu? Es ist wieder zu. Schade. Ach, ich hab's nicht ganz ausgehen lassen und dann... Das Ding lädt sich im Licht der Taschenlampe auf. So, jetzt habe ich da ein Viech gesehen. Bisschen blöd. Ja, das ist jetzt doof. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich hier irgendwo... Ja. Mann, geh weg. Ich mich hier irgendwo verstecken kann. Oh, geh mal weg. Das ist der nächste. Jetzt nicht so wie in der Schule, wo man mal eben irgendwo hin kann. Nee, das haben sie nicht umgebracht, sie haben mich erwischt. Ich bin halt blöderweise durch das Rennen, als ich durch die Tür bin. Mal gucken, wo wir starten. Ach, das ist ja zu gnädig. Bin ich denen direkt in die Arme gelaufen. Die sind überall. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Gemein sind halt nur diese Krähenviecher, weil die sich so schön hier von A nach B seppen, wie der da.
Jetzt dreht er sich auch noch um. Ihr seht mich nicht. Es sind mir zu viele, um sie einfach mal jetzt hier umzubringen. Wir haben ja gesehen, dass es nichts bringt, wenn man es versuchen will. Es gibt hier halt auch keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Ich weiß gar nicht, ob ich da in die Tonne kriechen könnte zur Not, aber die hat ja nicht mal einen Deckel dran. Ne, die ist voll. Da ist einer. Da diese Szene immer so lange braucht, denke ich immer, oh Gott, wenn der andere mich jetzt sieht, beziehungsweise eh sie anschlägt, denke ich immer so, hat das jetzt geklappt? Jetzt kann auch daneben gehen, ne? Wenn der sich direkt in dem Moment umdreht, haben wir verloren. Und dann gibt es einen anderen Kampf. Das wieder so ein oller Rabe. Das ist ein Generator. Ich glaube, da müssen wir hier einmal rumlaufen. Oh Gott. Der steht mit dem Rücken zu uns. Ja, nag mal an deinem Fuß, dann siehst du mich auch nicht. Das ist gut. Und dann das Feuerwehrauto. Da ist sie! Emily! Siehst du mich? Emily! Warte, lauf nicht weg! Ich komme! Oh, komm schon! So ein Pech! Die Batterie fehlt! Etwas hat sie entfernt. Etwas Schleimiges. Wenn ich der Spur folge, führt sie mich wahrscheinlich zur Batterie. Ich hoffe nur, dass ich dieses Etwas nicht treffe. Aber die Batterie brauche ich wirklich. Ich will nicht wieder diesem flammenden Muskelberg begegnen. Dann gehen wir mal dahin. In die Spielhalle. Hier blinkt was vor sich hin. Oh shit. Blitzgerät. Dieses seltsame Ding passt perfekt in die Taschenlampe. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber ich behalte es. Schließlich kann ich mich mit seinen Lichtblitzen die Monster. Denn wenn du umzingelt wirst. Na, geht doch nicht hier. Irgendwie ist das daneben gegangen. Na, zieht mal wieder ab. Ich glaube, das ist im ersten Versuch auch gescheitert.
Da hat er mich hier auch die Stelle gerettet. Habe ich aber auch nur Glück, dass das nicht diese Rabenviecher sind, denn die können sich ja dann darüber seppen. Das sind so kleine Punkte hier. Die muss man nicht mitnehmen. Sind aber ganz nett. Man kann sie allerdings leicht verpassen. Hier hätten wir wieder so ein Männchen. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, wenn man die verpasst. Den habe ich nämlich im ersten Durchgang hier nicht erlösen können, weil ich dieses Stück Stein in der Schule nicht aufgesammelt hatte. Also nicht, dass man am Ende nicht weiterkommt, weil man dieses Ticket nicht zusammensetzen kann. So, lesen wir mal, was wir da jetzt eingesammelt haben. Wir haben ja, was ist das? Spielende Freunde, eine Zeichnung. Sehr süß. Ich hätte kündigen sollen. Ich komme mit diesem ganzen Quatsch nicht mehr klar. Ich hasse es. Ich hasse die Miene. Ich hasse meine blöden Kollegen. Sie zucken immer nur mit den Achseln und sagen, dass schon alles gut wird. Ich hasse Tom, ihre bescheuerten Richtlinien und ihre andauernden invasiven Psychotests. Sehen die nicht, was hier falsch läuft? Das liegt nicht an unseren Köpfen, sondern daran, dass hier unten irgendetwas ist in den Abgründen dieser verfluchten Mine. Sie tun so, als würde es sie interessieren. Aber in Wahrheit ist es ihnen scheißegal. Diese ganze Psychoklempner sind nur dazu da, um einen Prozess zu verhindern. Sie schicken uns tagtäglich in dieses verfluchte Loch hinab, wo wir die Finsternis einatmen, die uns in den Wahnsinn treibt, weil es nur um diese merkwürdigen roten Steine geht. Soll das nicht eigentlich eine Kohlenmine sein? Ich weiß um Himmels Willen nicht einmal, was ich da unten geschürft habe. Ich hätte kündigen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ich habe mein Leben vergeudet. Ich sitze angsterfüllt auf dem Sofa. Ich höre die Monster von draußen. Ich höre, wie sie an den Fensterscheiben kratzen. Sie wollen mich holen. Und was tue ich? Ich starre wie besessen auf dieses blöde Ticket. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Ich hätte tun sollen, was der Mann mit den grünen Augen gesagt hat. Mit diesem Ticket hätte ich aus diesem gottverlassenen Ort verschwinden können. Aber ich bin genauso ein Trottel wie mein Vater. Ich bin nicht abgehauen, als ich Gelegenheit dazu hatte. Und jetzt kann ich nicht mehr weg. Sie sind da. Sie schleppen mich in die Mine oder dorthin, wohin sie all die anderen Bergleute gebracht haben. Ich kann nichts dagegen tun. Schicksal ist Schicksal. So, und mit diesen weisen Worten schließen wir heute ab. Bleiben hier unten noch in der Mine, atmen ein bisschen Kohlenmonoxid ein und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.